Sagara ist hier, um deinem Willen zu dienen. Wie würdest du die Terraner von dieser Welt vertreiben, Sagara? Ich würde ihre Festung auf dem Plateau der Verwegenen auslöschen. Doch der einzige Weg dorthin führt durch den Knochengraben. Die Terraner haben unsere Tunnel mit Lava geflutet. Bis wir das Plateau erreichen, werden wir auf der Oberfläche entblößt sein. Unwichtig. Warfield hat keine Ahnung, gegen wen er in den Kampf zieht. Aber was ist mit dem Xel'Naga-Artefakt? Ist es vielleicht noch im Besitz der Terraner? Vielleicht, aber es ist nicht hier auf Char. Es stellt keine Gefahr für uns dar. Hallo und herzlich willkommen. Mal wieder eine Runde StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ja, in der letzten Folge haben wir Sagara besiegt. Und jetzt müssen wir eigentlich uns nur noch um Warfield kümmern. Boah, nur noch, ne? Gucken wir mal bei Kerrigan rein. Na, hat sich nichts wirklich getan. Fehlt noch ein bisschen was. Evolutionsgrube. Ah, da können wir was mit dem Berstling machen. Schaden erhöhen. Flächenschaden bleibt unverändert. Flächenschaden erhöhen. Oder heilen. Probieren wir mal erstmal den Flächenschaden aus. So, Abatur. Erzähl mir von den Veränderungen, die du an Sagara vorgenommen hast. Brutmuttervorlage ermöglichte bereits Lösung komplexer Probleme. Lernen, Kontrolle über Brut, viele Schwerpunkte. Jetzt Muskeldichte hinzugefügt, Hirnmasse erweitert. Kann nun mehrere Szenarien erwägen. Kognitive Flexibilität. Vielleicht sollte ich das mit allen zukünftigen Brutmüttern machen. Erweiterte Hirnmasse für Brutmutterrolle im Schwarm nutzlos. Zusätzliche Masse benötigt zusätzliche Energie. Führt auch zu erhöhter Unabhängigkeit. Widerspricht Direktive. Zerg darf keine Gefahr für Anführerin von Schwarm darstellen. Die Zeiten ändern sich. Ich will, dass meine Diener so gefährlich sind wie nur möglich. Uiuiui. Na, dass man nicht nach hinten losgeht. So, Ishara. Isha. Oder Isha. Überall hier sehe ich Zeichen der alten Königin der Klingen. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum ich meine Truppen so lange hier auf Char zurückgehalten habe. Du hast die Zukunft erforscht, um Vorbereitungen für einen großen Krieg zu treffen. Welcher Krieg? Erzähl mir mehr. Du hast uns nichts Genaues erzählt. Du hattest eine Vision unserer vollständigen Vernichtung. Und du wolltest, dass wir bis zuletzt kämpfen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist schlecht, Mädel. Dieser Ort ruft Erinnerungen wach. Der Schwarm wächst wieder. Und jetzt zu dir, Warfield. Genau. Das Zurückerobern dieser Welt wird eurem Imperator eine Warnung sein. Joa. Dann gucken wir uns mal die Mission an. Um das Plateau der Verwegenen zu erreichen, müssen wir mit dem Schwarm durch den Knochen graben. Die Terraner werden uns mit allem angreifen, was sie haben. Tja, nicht viel Bonis. Nur 3 Machtpunkte für Kerrigan. Dann wollen wir die Terraner mal vertreiben. Auf das Char wieder uns gehöre. Ja, dann gucken wir mal, was das jetzt wirklich gibt. Ob das nun wirklich so gefährlich ist, wie sie eben gerade getan haben. Das werden wir dann wohl jetzt gleich wissen. No. Da hat er aber gut was zu tun. Ach, das dauert aber hier schon wieder. Ach, herrje, was der hier alles streamt. Ja, jetzt war das. Mei, mei, mei.
echt unangenehm, das mit den Ladezeiten. Jo, dann geht's dann jetzt aber auch los. Oder auch nicht. Ne? Dauert noch ein bisschen. Jetzt geht's los. Der Knochengraben. Dies ist der einzige Weg zur terranischen Festung. Das sieht nach einem Haufen toter Zergs und Terraner aus. Ich habe schon einmal versucht, meine Brut hier durchzubringen. Die Terraner haben daraufhin ihre Gorgonenkreuzer herbeigerufen. Sie haben uns immer und immer wieder bombardiert. Meine Brut blutete und starb. Genau wie die Hoffnung, die Terraner von Char zu vertreiben. Tja, darum bin ich ja jetzt hier. Warte mal, da sind Terrornester. Sie könnten einen Gorgonenkreuzer abschießen. Wir müssen sie nur wiedererwecken. Meine Königin, wir sollten einfach durch den Graben rennen und keine Zeit mit dem Kampf gegen die Gorgonenkreuzer verschwenden. Wenn wir die Terraner überraschen, schaffen wir es mit akzeptablen Verlusten hindurch. Und wenn nicht, stirbt der Schwarm. Du musst noch eine Sicht für die Dinge entwickeln, Sagara. Planung, Berechnung, Scharfsinn. Wir können diesen Kriechertumor benutzen, um einen weiteren Kriechertumor neben dem Terrornest zu erschaffen. Sobald es erwacht, ist Warfields Gorgonenkreuzer Geschichte. Naja, Zagara. Du noch viel zu lernen, du hast. Nee, oder so ähnlich. Gucken wir mal, dass wir das hier auch Raus damit! Meine gleich mal Königin, tun. General Warfield hat einen Gorgonenkreuzer angefordert. Er ist unterwegs zu unserem Schwarmcluster. Das Raumschiff ist riesig. Kein Wunder, dass Warfield nicht zwei gleichzeitig in den Knochengraben entsenden kann. Er braucht nur eines. Der Kriecher hat das erste Terrornest erreicht. Ja, zeig doch mal hier. Erwache. Vernichte den Kreuzer. Bam, 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 bam. Krabums. Da ist der erste Down. Perfekt. Dies ist der Anfang vom Ende, Warfield. Das Terrornest hat seine gesamte Lebenskraft verbraucht, um den Gorgonenkreuzer auszuschalten. Wir haben noch mehr. Schnell, weitet Kriecher bis zum nächsten Nest aus. Genau. Schnee leer. Gar keine Königin, das ist ja echt fies. Ah, gleich mal eine bauen. Das geht ja auch gar nicht. Was jetzt? Lasst uns das hinter uns bringen. Bom. Tui. Wunderbare Stränge in Zerg-Biomasse entdeckt. Wertvolle Sequenzen. Jo. Schaffen. Gleich mitnehmen. In der Klingen verbessern. Zack. Wir haben nicht. Du hast meine Aufmerksamkeit. So, wie sieht's hier aus? Minerals, Minerals, Minerals. So, dann haben wir dann jetzt auch eine Königin. Dann geht das auch ein bisschen schneller hier mit dem Creep. Der Schwarm schläft. Das ist dann auch doch recht wichtig, dass das ratzefatze geht hier. So, mein Schnuckelkönigin, setzt noch mal was Feines. So, jetzt haben wir dann auch schon ein bisschen mehr Creep hier. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Das jo. Wirst du bereuen. Dann machen wir mal ganz schnell Hops hier. Vorwärts. Gehen natürlich erstmal im Süden und gucken, was da ist. Ist bestimmt auch noch irgendwas Interessantes. Wir brauchen mehr Mineralien.
Königin angewatschelt. Zack. Schön den Creep verbreiten. Damit wir uns auch besser bewegen können hier. So, und dann können wir nämlich auch schon mal Zerglinge basteln. Brauchen wir nämlich dann schon. Ja, die haben nicht viel zu melden, würde ich sagen. Zack. Das war dann die Kommandozentrale. Ich höre. Der Schwarm schläft nie. Na, kommt mal her, meine Herrliens. Traut euch. Ja, das finde ich jetzt nicht lustig. Das finde ich jetzt gar nicht lustig, meine Freunde. So geht das ja nicht hier. So geil das ja nicht. So, dann können wir jetzt auch noch einen Extraktor bauen. Und mal ein Berstling-Nest. Und eine Evo-Kammer auch. Zack. So. Und weiter geht's. Ah, nochmal die. Um Vespingas mit maximaler Effizienz abzubauen, benötigt es 3 Drohnen pro Extraktor. Nicht viel Zeit. Das ist zwar richtig. Aber. Dies mache ich ungern. Oh weh, oh weh, oh weh. Ne, hier brauche ich dann doch noch ein bisschen mehr. Nehmen wir sie einfach mal als. Tank. Zerglinge, wir brauchen Zerglinge. Der Schwarm ist hungrig, ich höre. Ja, zum Glück ist noch kein weiterer Gorgonenkreuzer unterwegs. Dass der mich nerven könnte. So, dann nehmen wir auch mal ein bisschen Gas. Zack. Ey. Schuh. Ja. Genau. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf. Was jetzt? Carry. Oh Mann, was die wegsteckt. Wahnsinn. Man sollte es nicht übertreiben. Definitiv nicht. So, ich sollte mich dann mal gleich hier aufmachen. Kann nämlich so langsam mal ein paar Creeps hier oben gebrauchen. Dass da in die Richtung auch schon mal was steht. Und dann schon mal frei machen. Wieder runter. Raus damit. Lasst uns das hinter. Und noch ein paar Zwerglinge. Der Schwarm ist hungrig. So, Kerrigan. App nach vorne. Los jetzt. Ja. Und loslegen. Bam bam. So macht man das. Tja, keine Chance, würde ich mal sagen. Echt schicke Sache, das. Muss ich mich aber auch gleich ein bisschen sputen. Ah, wobei, eigentlich nicht. Wieder wunderbar klar so. Gucken wir mal. Jo. Das reicht. Bam, 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 bam. Wer hat dich gefragt? Das war der nächste Gorgonenkreuzer. Es kommen noch mehr. Verbreitet den Kriecher.
besiegen! Joa, ein Scheu. Eine Drohne brauchen wir noch. Oh, guck mal, da liegen sogar noch Rohstoffe. Ei, ei, ei. Raus damit. Was jetzt? Die schnappen uns doch auch noch schnell. Los jetzt. Das geht ja nicht, dass das hier einfach so liegen bleibt. So, Evo-Kammer. Mal ein bisschen producen hier. Gar keine Einheiten wirklich gebaut. Ja. Brauchen wir sogar einen Leer. Machen wir das gleich mal. Das ist doch noch das Nächste, was wir angehen. So, ein paar Eier setzen. Oh, die scannen ja sogar. Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Interessant. Und los geht's. Ja, so kann man den Kampf natürlich schön initiieren. Ohne dass die wirklich was dagegen tun können. Einsetzen. Mach doch, mach doch. Kein Problem mit. Eher weniger. Meine Königin, weitere Teile meiner Brut haben sich zwischen den Toten eingegraben. Ich will, dass du in der Nähe der Front bleibst, um dort weitere Kriechertumore zu erschaffen. Ich verstehe. Je mehr Tumore, desto schneller breitet sich Kriecher aus. Klingt logisch, nicht? Also ich finde ja schon. Wir haben nicht viel Zeit. Nein. Da gehst du mal schön vor, meine Frau. Tipp, 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 tipp. Und los. Oh, da habe ich den Gorgonenkreuzer total aus den Augen verloren. Das wollen wir nicht. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Bam. Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mehr Terrornester. Fordert einen weiteren Gorgonenkreuzer an! Der Tor verzweifelt. Wir brauchen Gorgonenkreuzer. Ne, wirklich zu lachen haben die aber auch nichts. So, dann mal weiter hier. Schlürf, schlürf, schlürf. Wie, da darf ich nicht. Sauerei. Das ist doch eine Sauerei. So, wir haben ja hier zu viele. Das hat ja auch seinen Grund. Hier müsste doch irgendwo... Nö, tut es nicht. Ich dachte, hier wäre eine Base zum Einnehmen. Schade. Schade, schade. Muss ich ohne auskommen. Zack. So, noch ein paar Königin, noch ein paar Overlords, noch ein paar Zerglinge. Böp. Berstlinge. Bainlinge, wie sie auf Englisch heißen. Wer hat dich gefragt? Der Schwarm ist raus damit. Zack, da sind sie. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, mal loslegen. Zack. Jo, warte mal hier einen neuen Creep basteln. Da auch noch und da auch noch. Da auch noch. So. Wir haben nicht viel Zeit.
Ach, das ist ja nett. Hat er mir da sogar noch einen Kriecher geschenkt. Ach, eigentlich bräuchten wir die ja nicht mal. Können wir gerade ganz gut so zurecht. Rums. Wir haben noch einen erwischt. Warfield, überlass diesen Planeten mir. Niemals, Kerrigan! Never ever. Warfield hat einen weiteren Gorgonenkreuzer in den Kampf beordert, meine Königin. In diesem Graben sind viele Knochen. Zergknochen. Auf ein paar mehr kommt es nicht an. Hm. Ich höre. Glaubst, dass es keinen Unterschied macht? Hm, ich finde schon. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ja. Ich finde ja schon. Jo. Machen wir noch mal ein paar Zerklinge. Weil wir haben ja noch nicht genug von denen. Höhö. Der Schwarm schläft nie. So, noch ein bisschen creepen. Damit wir uns hier auch vernünftig bewegen können. Joa. Jetzt haben wir die Möglichkeit, nach oben und nach unten den Creep zu setzen. Ich mach den aber lieber erstmal nach oben. Das ist schon soweit alles free. Diese Welt, was jetzt? Ein paar Baninge holen. So, dann mache ich jetzt lieber nichts mehr. Bleib einfach mal ein bisschen auf Abstand. Na, reicht das schon? Ja, reicht schon. Piu-piu. Bam, bam, bam. So ist das doch schön. Verdammt! Dafür werden sie bezahlen, Kerrigan. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf. Rums. Raus damit. Weiter vor. Ja. So, dann können wir jetzt auch weiter nach unten gehen. Ey. Los jetzt. Lass das. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Tja. Haben wir hier echt die Hälfte wieder kaputt gemacht, der Arsch. Unglaublich, der Kerl. Jo, dann hier nochmal ein Gorgonkreuzer. Puff. Schickt eine Einsatztruppe zu dem Terrornest, bevor die Zerg es aktivieren. Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mehr Terrornester. Ich habe diesen Planeten im Namen der Terranischen Liga erobert. Ich werde ihn nicht verlieren. Ja. Yeah. Oh, noch ein Aufstieg. Das glaube ich. Das ist dein letzter Gorgonenkreuzer, oder? Biomasse erhalten. Gute Sequenzen. Wo ist denn der letzte? Da unten. Uiuiui. Vielleicht doch nochmal mit den Königen zurückkommen. Damit das ein bisschen schneller geht hier. Jo. Ja. Haben wir hier trotzdem noch welche? Zack, zack. Das geht so schnell. Oh, schön, schön. Kriecher, Kriecher, Kriecher. Und noch mehr, und noch mehr. Das ist echt der Vorteil, wenn man so schön viele Königinnen hat. Dass man das so schnell
spreaden kann, dass man da eigentlich gar keine Probleme mehr hat. So. Zack. Das war das. Tschu, tschu, tschu. Bam, 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 bam. Der Schwarm ist. Oh. Da zieht der Zack sich zurück. Streitkräfte der Liga im Knochengraben. Zurückziehen! Wir haben die Kontrolle verloren! Kerrigan, Warfield hier. Ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Kommen Sie mit Ihrem gesamten Schwarm. Ich will nicht noch Nachzügler jagen müssen, wenn wir Ihre Hauptstreitmacht vernichtet haben. Wir sehen uns auf dem Plateau der Verwegenen, alter Mann. Juhu. Auf dem Plateau der Verwegenen. Jo, damit haben wir dann auf Warfield zurückgeschlagen. Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, auf bald!